So, und weiter geht's. Herzlich willkommen nochmal. Ja, komm, ich spare mir das. Wenn ihr euch die Playlist sowieso anguckt später. Das ist sowieso Quatsch, alle 20 Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu... Das ist, glaube ich, irgendwann noch... 480. Könnte eigentlich der Asker nochmal saugen, wenn er es schafft. Aber ich glaube... Ja, ist alles voll, ist alles gut. Gibt's hier irgendwas? Nein, da muss es noch getriggert werden wahrscheinlich. Weil ich glaube nicht, dass so eine große Insel einfach so zur Zierde entsteht. Und von daher... Alles klar. Nein! Todeswespen! Na gut, ist jetzt nicht so schlimm. Auf der Insel gibt es nichts oder noch nichts. Das ist okay. Dann werde ich mal... Jetzt einfach nur noch stupide angreifen. Also der Asker macht Aua. Aua, Bohaua. So, 400 Erfahrung. Das ist ganz gut. Normale Seelen auch wieder bekommen. Super. Nächste Insel. Inselerkundung, die zweite nenne ich diesen Part. Ist mir gerade eben eingefallen, weil ich ja nicht nur diese eine Insel hatte. Ich glaube nicht, dass es hier was gibt. Dafür ist die Insel zu klein, aber ich vertraue nicht drauf. Das ist die Insel, die ich mir gedacht habe. Das ist es, was ich mir gedacht habe. Dämon der Nacht in der Stunde erwacht. Okay. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Haben wir genug Seelen? Ja, probiere ich mal. Seelen. Normale Seele. Geschick. Piccolo! Ich bin Piccolo, der Todesclown. Und ihr werdet jetzt sterben. Gleich wird ihm das Lachen im Hals stecken bleiben. Oh, zum Glück, der Dämon gibt's noch. Cool. Piccolo! Der Todesclown! Da muss ich an das Mad Magazin denken, wo sie ein bisschen Dragon Ball Z damals auf die Schippe genommen haben. Da gab es auch irgendwie, das ist Kakarottenkuchen und der andere ist nicht Piccolo, sondern Pipiklo. Lichtexplosion. Ich probier's mal. Dunkle Schatten. Flammenmeer und Schattengeister. Schwarze Geister töten alle Gegner, schädigt allen Gegnern. Mit schwarzer Magie erhöht die Kampfkraft der Gruppe. Geschick, Abwehr. Allein Abwehr, Dämon Angriff, Dämon Mental, Dämon Geschick. Geil! Okay. Alles klar. Dann probiere ich es mal mit Schattenstrahl, normalen Angriffen und Schattenexplosion. Sieht schon ein bisschen strange aus. Ich glaube, so wie es aussieht, sollte ich mein Blut sparen und einfach normal angreifen. Oh ja, 164 Damage vom Dämon. Der Dämon ist ein richtig krasser Dude im Kampf, muss man sagen. Spuckt wild los, wurde mal nicht krank. Oh, scheiße. Ich weiß jetzt, wie ich den Part nenne. Den muss ich anders nennen. Hm.
Weißt du was? Drauf geschissen, warum mache ich nicht völlige Reinigung? Geil! Ein antiker Vampirring, 3 Vampirringe und 3 Speichersteine erhalten. Ja, geil! War cool, doch, war super. So viel zum Thema völlige Reinigung. Es bringt einfach nichts. Oder er hat uns nochmal verzaubert. Ist egal. Das war also Piccolo, der Todesclown. Alles klar. Das war das, was ich mir gedacht habe. Da ist auch wirklich nichts weiter. Die Insel war cool. Die Insel war wirklich cool. So, wir sind Level 43. Ja, so schnell werden wir 44 auch nicht erreichen. Jetzt will ich hier nochmal reingucken, obwohl ich nicht glaube, dass es hier was gibt. Das habe ich bei der letzten kleinen Insel auch gesagt. Und was war? Wir sind einem kleinen Piccolo entgegnet. Gut. Dann war es das. Ja, das war's mit dem Dämon. Der hat sich jetzt aufgelöst. Aber okay, hat gute Dienste gemacht. Also, ich werde jetzt keine Golems mehr beschwören. Ich werde mich jetzt auf Dingsbums verlassen. Okay, das ist Schloss Tranak. Da will ich noch nicht hin. Diese Mine. Ach so, Geschick ist gefallen. Okay. Hier waren wir, glaube ich, schon. War ich bei diesen Inseln schon? Es ist echt zu lange her, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, dass ich mich dran erinnern könnte. Deswegen gucke ich einfach nochmal ganz schnell nach. Ne, hier waren wir noch nicht. Super. Vampirstein. Ja, ich benutze das Speichern zu häufig, aber wie gesagt, normalerweise bin ich da risikofreudiger. Schatten verbergen meistens nur einen Teil dessen, was wirklich ist. So, da hat Riesenfrosch. Die haben definitiv kein Blut. Also, glaube nicht. Also nicht genug, damit die saugen können. Vor allem sind die schwach. Da will ich mich jetzt nicht großartig aufhalten. Wir kriegen einiges an Speichersteinen. Roter Frosch. Ich probier's mal. Komm, tut nicht weh. Ja. So viel zum Thema, ich probiere es. Es hat einfach nichts gebracht. Oh Mann. Das macht die Elaine, die ist nämlich am schnellsten. Hat der rote Frosch was zu trinken? 20! Oh, doch! Okay, gut. Alles klar. Yo. 650 Damage Crit. Lecco mio. So, gibt's hier irgendwas? Nein, ich sehe jetzt nichts. Da ist noch eine Truhe. Weißt du was? Wir könnten eigentlich alle mal trinken. Ich meine, wenn die sowieso nur schwach Dingsbums schwache Seelen geben, werden die kaum Damage machen. Jetzt machen sie mich magisch krank. Nee. Verwirren aber. Toll. Ist egal. Hauptsache ich kann mein Blutvorrat ein bisschen auffrischen. Alles andere regeneriert sich zur Not selbst. Den meisten Damage, den die Gruppe bekommen hat, war durch die verwirrte Elaine, weil sie die Jungs verprügelt hat. Aber kann sie mal machen. So, Elaine sagt mal Blut. Jo. Kann den Jungs mal mit dem Knüppel ein bisschen zurechtweisen. Jo, an alle Jungsgruppen, so eine Lane braucht ihr schon an eurer Gruppe. Die mal die dicke Keule auspackt und euch mal zurechtknüppelt. Nee, komm, ich brauche keine Blutheilung. Ich will gucken, ob ich in die Mitte des Waldes reinkomme.
Vielleicht gibt's da noch eine Schatztruhe oder so. Irgendwas Besonderes. Oder eine rote Truhe, wäre ja auch ganz geil. Schwache Seele, hast du nicht gesehen. Wunderbar, schön. Ah, jetzt können alle drei sich mal wieder ein bisschen Frischblut gönnen. Obwohl, Froschblut, da wäre ich auch als Vampir, kann man da ein bisschen wählerisch sein. Tierblut, Menschenblut ist soweit wahrscheinlich in Ordnung, aber Frösche ist dann auch schon wieder was anderes. Allein hat sich selbst geschlagen. Okay, gleiches Recht für alle. Nicht nur die Jungs verprügelte, sondern auch sich selbst. Alles klar, Alain. Da wissen wir Bescheid, auf was für Askas ausgewichen. Der hat diesmal keinen Bock auf Schläge. Der Frosch ist auch ausgewichen. Tschüss. Alles klar, wissen wir Bescheid, auf was die Alain steht. Du kannst schon mal ein bisschen härter zugehen bei der. Alles klar. Ne, hier geht's nirgends hin. Okay, gut. Aber immerhin drei Trüchchen. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Gut, dann haben wir diese Insel auch hinter uns gebracht. Ja, Wespen haben kein Blut. Auch wenn es Todeswespen sind. Also, irgendwo muss dann das Vieh auch mindestens groß genug sein, damit die Fangzähne reinpassen. Jetzt gucke ich mir die oberen zwei Inseln an. Es war ein bisschen groß, die Map, aber passend. What? What? Alles klar. Der Wallner muss jetzt unbedingt mal wieder seinen Blutvorrat erfrischen. Weil der doch das Steuerkreuz nicht reagiert. Adler ist der Alain ausgewichen. Tja, Alain, aber auch ein bisschen zielwasser, Mädchen, ha? Huh? Jo, gut, jetzt hat sie mir das Maul gestopft. Hat sie erstmal einen fetten kritischen Angriff rausgehauen. Das hat sie gehört. Lenz sollte sich mal selbst ein bisschen heilen. Ja. Ich glaube, hier gibt es auch nur ein paar Truhen. Also nichts Besonderes. Oh, ja, nichts Besonderes. Ein fetter Vampirstein. So, das ist eigentlich ganz gut. Blutsaugen und Blutsaugen. Yeah! Die halten aber schon was aus. Immer wenn ich irgendwie den Angriffsschaden meiner Gruppe kritisiere, dann kommt die Dame des Hauses an und macht einen kritischen Schaden rein, damit ich ja als Lügner dastehe. Alain, womit habe ich... Oh, schwarzer Stein ist gut. Der schwarze Stein und der Vampirstein haben sich hier richtig bezahlt gemacht. Blutsaugen. Ich weiß nicht, ob die Alain vielleicht schon vollgesaugt ist. Bin mir da nicht sicher. Aber eigentlich nicht. Ich meine, die Alain... Das ist halt das Krasse, der... HP-Vorrat vom Wallner steigert sich am meisten bei einem Level-Up, dafür aber der Blutvorrat vom Wallner am geringsten. Bei Asker ist das so ein Mittelding, das ist alles so ein guter Balance. Und bei der Alain ist es ein bisschen anders, weil ihre HP steigern sich nicht ganz so extrem, aber dafür der Blutvorrat.
Warum der Wallner halt mehr Blut hat als der Asker, liegt einfach daran, dass der Wallner alle permanenten Statusveränderungs-Items von mir bekommt. Ja, die Insel war sehr gut. Hat sich sehr gelohnt. Vampirstein und schwarzer Stein vor allem. Ich bin mal gespannt, was es hier auf dieser Insel gibt. Aber ich glaube, hier unten gibt es nichts. Und da oben kommen wir nicht durch. So war das nämlich. Diese Insel ist nämlich ein bisschen mies. Jetzt muss ich mich einmal nochmal in einen Fledermaus verwandeln, um einen Schritt nach oben zu gehen. Oder zwei. Oder? Nee, hat doch geklappt. Ich glaube, hier sogar... Hier gab es mal eine Quest. Ich meine, ich kann mich jetzt auch daran erinnern. Ich glaube, auch die Quest haben wir gemacht, weil hier gab es nämlich auch eine Hexe, die irgendjemanden verzaubert hatte. Wenn ich... Das noch nicht... Warte mal, was sagen denn meine normalen Seelen? 31, das passt noch. War das hier? Es gab irgendwo eine Quest, da ist so ein Typ irgendwie verzaubert von der Hexe gewesen, damit ihn alle meiden und wir mussten die Hexe besiegen, damit die Leute wieder mit ihm sprechen. Oder das war die Mineninsel. Stimmt. Jo, da war ja auch was. Okay. Dann war das diese Insel. Geil, jetzt können sie alle nochmal Blut saugen. Nein! Blut saugen auf das obere Schwein. Asker, du machst das auf das mittlere Schwein und Elaine nimmt den ganz rechten. Fängt laut an zu grunzen und deswegen sind sie stärker. Ja, natürlich, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ich irgendwie was heben muss, was ich nicht schaffe oder was mir zu schwer ist, dann fange ich vorher auch immer erst an zu grunzen und dann klappt das auf einmal. Wer kennt's nicht? Wer kennt es nicht? Ernsthaft, das war ein halber Schritt. Gut, die Elaine ist vollgesaugt. Eigentlich ganz gut. Ich hoffe nur, dass die Elaine nicht so stark ist, die Viecher zu one-hitten. Alles klar, super. Waldschwein verblutet bereits. Okay. Ich muss gucken, ich glaube, der Asker ist jetzt auch voll. Dann müsste ich das Blutsaugen nur auf den Wallner konzentrieren. Ja, ist alles perfekt. Ja, hier war ich schon. Okay. Ist eigentlich super. Blutsaugen, Angriff, Angriff. Weicht aus. Och nee. Dass der Asker teilweise schneller ist als der Wallner, muss jetzt nicht unbedingt sein. Weil so sind mir nämlich 30 Blut entgangen. Aber ist okay. Nein, nicht Verwandlung beenden. Fledermausmantel. So, jetzt gucke ich mir die oberen zwei Inseln nochmal an und dann müsste... Ja, das packe ich alles in den einen Part rein, wenn es jetzt nichts Großartiges auf diesen Inseln zu finden gibt. So langsam habe ich es satt. Macht wird einem nicht gegeben, man muss es sich nehmen. Manchmal habe ich satt, Unrecht zu haben. Waldgenie! Hat er Blut zum Saugen? Ich glaube nicht. Der hat kein Blut zum Trinken. Alles klar, gut, ist ein Geist. Alter, die sind stark! Wow! Alter, er macht richtig Schaden. Boah, das wird ein harter. Das wird... Wow. Das gibt 1000 Erfahrungen zweimal. Alter, leck mir am Arsch. Talisman, okay. Das wird ja doch nochmal interessant hier in dem Part.
gut, dass ich gespeichert habe. Oh, Waldgenie und Waldgeist. Alter Schwede. Ich bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht doch einen Dämon beschwöre. Ich glaube, der... Hauch des Todes. Asker fällt in Starre. Ja, toll. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Chance, den Asker jetzt tot zu lassen. Dann kriegt er nämlich keine XP. Nee, während dem Kampf ist es einfach bei solchen Gegnern echt hart. Blutnektar, ja. Bringt die völlige Reinigung was? Nein, okay. Hoch oder hier lang? Ja, super. Schön, dass der Asker fällt doch gleich wieder in Starre. Das Problem ist, ist zwar ganz nett. Ja, weil er ist blind. Gucken, ob das was bringt. Alains Feuermagie ist hier ganz gut. Gut, es sind Waldbewohner, also da werden die schon eine Anfälligkeit für Feuer haben. Boah, lecco mio, alter Schwede. Also ich werde es bestimmt schaffen, in den Part reinzusagen. Hier, Trank der Ewigkeit. Komm, drauf geschissen. So, Alain, einmal den Asker. Das Problem liegt nämlich daran, dass wir... Den Damage vom Asker, den möchte ich nicht, auf den möchte ich nicht verzichten. Vor allem nicht, wenn diese Waldbewohner hier so stark sind. Blauer Stein. Wir könnten bald... Wie viele Steine, was haben wir denn hier? Zwei blaue Steine, einen schwarzen Stein. Okay, Blutnektar. Ja, klar, natürlich kriegt der Wallner. Ihr kennt's doch. Sonnenschutzmantel. Düstere Wolken. So was, ich mach mal eine Lichtexplosion, einen Eissturm und einen Flammenmeer. Das muss eigentlich reinhauen. Okay, Eis ist gegen Geister nicht so geil. Aber die Lichtexplosion, boah, die ist mies. Nicht trainieren, wenn ich... Das war's? Echt? Ich meine, gut, ich will mich nicht beschweren. Es gab ordentlich Sachen. So, Lichtexplosion, Angriff und Flammenmeer. Gut, alles klar. Asker, Wallner regelt. Hier geht's ab. Hier gibt's... Ich dachte, ich kann bei der Pharao-Pyramide mal so richtig schön trainieren, aber das ist ja der Hammer. Da muss ich ja gar nicht großartig anfangen. Lichtexplosion und die Viecher sind voll im Arsch. Also fast. Der Waldgeist hat 250 HP. Ich weiß nicht, wie viel der Genie hat. Aber der müsste auch so 200 bis 250 HP haben. Und es gibt richtig Asche hier. Also jetzt nicht Kohle, sondern XP. Geil! Schön. Das war's mit dem Wald. Ein bisschen low. Ich hätte gedacht, der wäre größer. Aber es ist ein sehr starker Dungeon. So, also ein sehr starkes Gebiet. Von daher... Kann man das zum Trainieren benutzen? Ich meine, mit einer Lichtexplosion sind die Viecher sowieso alle im Arsch. Das ist schon mal sehr nice zu wissen. Dazu würde ich nicht Nein sagen. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Dann würde ich sagen, die nächste... Ist ja nur noch die Insel. Komm, die machen wir jetzt nochmal. Dann mache ich diesen Part ein bisschen länger. Und dann können wir nämlich uns im abnächsten Part ein bisschen dem Eiskontinent widmen. Da muss ich nicht noch einen dritten Part mit Insel machen und ein neues Gebiet erkunden. Das ist dann ein bisschen blöd. So, was haben wir denn hier?
nichts oder noch nichts. Ich würde gern mehr als zwei Schritte gehen dürfen, um... Ah, na gut, dann ist das so. Das meine ich ist... kann nerven. So, dann haben wir die Insel erkundet und dann ist der Part auch fertig. Auf der Insel gab es nichts oder noch nichts. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Man weiß es nicht. Ja. Gut, ich will jetzt nochmal in die Städte rein, ein bisschen was abgrasen, vielleicht finde ich hier noch was, bevor ich jetzt hier diese beiden Eisinseln begutachte, also den Eiskontinent. Hier gibt es noch eine Stadt, da will ich nochmal einfach mal in den Dingsbums rein. Hier links gibt es den Schattendingsbums, den Schattenfels. Uhuja. Wir haben mit dem Typen gesprochen, ne? Hier gab es nämlich ein... Ja, hier gab es auch das Frauenhaus. Oder das Freudenhaus, wie man das genannt hat. Warte mal, hier liegt doch dieser... Schlappen. Hier. Schlappen. Reden. Hallo, wie kommt es, dass ihr mit mir reden wollt? Wieso denn nicht? Weil niemand sonst mit mir reden will. Alle meiden mich. Und alles nur wegen diesem Fluch. Was denn für ein Fluch? Der Fluch dieser verdammten Hexe. Es ist ein Fluch, der einen zur Einsamkeit verdammt. Können wir dir irgendwie helfen? Ihr wollt mir wirklich helfen? Ja. Dann tötet diese verdammte Hexe. Erst wenn sie tot ist, wird der Fluch aufgehoben. Doch seid vorsichtig. Ich habe bereits versucht, sie umzubringen, aber sie ist zu stark. Keine Sorge, wir schaffen die alte Hexe schon. Wo ist sie? In einem kleinen Haus, weit östlich von hier, in der Nähe der Berge. Hoffentlich findet ihr sie. Gut, wir schauen, was wir machen können. Danke schon dafür, dass ihr mir wenigstens helfen wollt. Hab ich nicht schon mit dem Typen gesprochen? Nein, gut, alles klar. 100 viel, also super. 100 Tacken ist nicht viel. Habe ich mir den Papp schon gequatscht? Hier, das machen wir im nächsten Part, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.